einen genauen Karriereplan. Erfolg im Beruf und Erfolg in der Liebe. Seit 47 Jahren sind sie verheiratet. Ein Powerpaar, das sich gegenseitig unterstützt hat. Nur im Sport ist im Moment Sand im Getriebe und das nicht nur wegen Corona. Guten Abend und herzlich willkommen zum Sommertag hier über den Dächern von Zürich aus dem Storchen. Schön sind ihr da. Herzlich willkommen, Helian und Angelo Canepa, Besitzer vom FC Zürich. Wer kann eigentlich besser mit Misserfolg umgehen? Ich. Wirklich? Ja. Ich bin ein geborener Optimist und ich sage mir immer, das Leben ist auf und ab. Und wenn es halt ein bisschen unten ist, es geht immer wieder rauf. Das heisst, es ist jetzt eine schwierige Zeit, weil man ihn aushalten muss. Nein, kann ich nicht sagen. Du kannst auch gut umgehen, muss also ich sagen. Das ist eigentlich umgekehrt. Ich würde sagen, dass wenn man nach einem schlechten Match ich eigentlich schneller wieder down to earth bin. Einer sagt hauptsächlich, wir sind gesund, oder? Also, ja, das ist unser grosses Ausweg. Ja. 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 Schlüsselwort ist ja, wir hauptsächlich, wir sind gesund. Oder? Aber ist jetzt so die momentane, wie soll ich sagen, emotionale Lage? Es ist eine Saison eigentlich zum Abhaken, zum Vergessen, aus verschiedenen Gesichtspunkten, Corona, aber auch sportlich. Sportlich ist sicher einerseits eine Saison zum Vergessen, andererseits haben wir schon einfach Kenntnis gewinnen können. Und es ist nicht alles schlecht gewesen in der vergangenen Saison. Wir haben Serien gehabt in der ersten Saisonhälfte. Wir sind sehr gut aus dieser Corona-Pause rausgekommen. Wir haben St. Gallen geschlagen, Servi geschlagen, Lugano geschlagen. Wir haben eigentlich den vierten Platz wieder können anstreben. Ja, und dann ist die Corona, die Quarantäne gekommen, die uns natürlich total aus dem Rhythmus gebracht hat. Oder? Also, aber es hat Erkenntnis gegeben jetzt für die neue Saison. Wir sind jetzt am Vorbereiten, Kaderplanung, Massnahmen, die wir definieren tun. Vor allem auch noch ein bisschen mehr auf die vielen kleinen Details schauen. Also wir gehen davon aus, dass wir nächste Saison einen anderen FCZ werden sehen. Die normale Reaktion oder die vielen Reaktionen im Misserfolg ist immer Trainerentlassung. Wer ist eigentlich von euch beiden die Person, die mehr an einem Trainer festhält? Beide haben wir immer. Da sind wir uns immer absolut einig. Immer einig. Also da gibt es nicht jemanden, weil der Trainerverbrauch beim FCZ durch Entlassung ist ein relativ tief im Vergleich zu anderen Vereinen. Das hat irgendwo eine Strategie dahinter. Ja, es hat eine Strategie dahinter, in dem Sinn, dass wir natürlich die Leistung von einem Trainer beurteilen, nicht nur was das Ergebnis ist, sondern was er vom Montag bis zum Freitag und nachher bei der Matchvorbereitung machen tut, wie ein Trainer sich auch weiterentwickeln tut. Und da sind wir jetzt wirklich 99,9% sind wir immer gleicher Meinung. Und es braucht halt manchmal auch Geduld. Man muss einfach die Konstellation anschauen. Wenn ich 11 Messis habe, dann kann ich einen Sandsack an die Linie ran tun. Die wissen schon. Die wird es aber nicht geben. Nein, die wird es nicht. Es hängt auch immer ein bisschen vom Kader ab. Oder? Ja. Wir sagen, wir wollen ja vor allem auch mit jungen Spielern operieren. Da brauchst du einfach ein bisschen mehr Geduld. Jetzt könnte ich böse sagen, oder? Knallharte Managerin, mehrfache Unternehmerin vom Jahr, Sieger gehen in sich hinein und jetzt Mitbesitzerin von einem mittelmäßigen Fußballclub. Das sagen Sie mittelmäßig. Für mich ist es immer noch ein sehr, sehr guter Fußballclub. Weil wir haben Konstanz. Aber Tiliana Canepa will doch das Nummer 1. Natürlich. Und das will ich immer. Das ist in meinen Genen. Und man muss darauf hinarbeiten. Aber es ist nie planbar. Auch in der Wirtschaft kannst du Erfolg nicht planen. Es kommen immer wieder Sachen rein, die dich stoppen, die dich enttäuschen und so weiter. Aber du kannst schon gewisse Sachen machen, dass der Club ruhig ist. Und in der Krise der Corona haben wir können mit allen reden, mit der Mannschaft, mit der Akademie. Alle haben am gleichen Strick gezogen, alle haben auf Lohn verzichtet, ohne Trara. Mhm. Und da siehst du die Bande, die du hast, die Konstanz, die du hast. Selbst in einer Krise, da gibt es keine Ausreißer. Also der Erfolg misst sich nicht nur in der Tabellenlage, die natürlich am Schluss sportlich schon, sondern auch im gesamten Gefüge. Absolut. Angelo Canepa, Sie haben mal als junger Mann einen Karriereplan gemacht für die von 20 bis 30.
ist der Karriereplan, den kann man jetzt im Fußball eigentlich nicht mehr machen. Oder so ein Zielplan mit Tabellen. Es gibt so viele Unwägbarkeiten, die da drin wirken. Ja. Sind Sie auch ein bisschen müde geworden? Ja. Nur noch schnell etwas zur vorherigen Frage. Oder wenn Sie sagen, ja, kein Spitzenverein. Ich dachte, ich bin ruhig geworden. Ja, ich muss ja eine Frau ausreden lassen. Nein, ich meine, wenn wir die letzten 14, 15 Jahre anschauen, wir sind dreimal Meister geworden, wir sind dreimal Cup-Sieger geworden, fünfmal Europa League Gruppenphase und einmal Champions League Gruppenphase. Es gibt nicht viele Clubs in der Schweiz, die einen gleichen Erfolgszweck anweisen können. Einfach damit das auch noch fürs Archiv und fürs Protokoll, damit das einmal gezeigt ist. Nein, das andere, es ist wirklich, das ist jetzt eine komplexe Sache, die Zielsetzung und die Zielformulierung. Es ist ja so, du bist ja dabei gewesen. Ich habe wirklich 10 Jahre lang geplant, Jahr für Jahr, mehr oder weniger alles. Darum ein, zwei Jahre verschoben, aber eigentlich alles so durchgezogen. Als ich angefangen habe beim FC Zürich, ich war ja Quereinsteiger, ich weiß ja gut, ich hatte das erste Interview in einer Tageszeitung hier in Zürich. Und dann habe ich gesagt, für mich ist klar, das Ziel ist Champions League. Und dann ist ein Tag später die Zeitung oder so groß Schlagzeile, Canepa, Doppelpunkt, ich will in die Champions League. Und dann Shitstorm, der spinnt, der hat keine Ahnung, der kommt ja nicht raus, der soll wieder zurück da zu Ernst & Young. 3 Jahre später, ja, sind wir in der Champions League. Ich habe mich noch gut erinnert gegen Real Madrid. Ich bin dort in dem auf dem Platz gestanden. 25'000 Zuschauer. Der Match ist über 100 Länder übertragen worden. Über 100 Millionen Fernsehzuschauer gehabt. Also 400 Journalisten. Also, wenn man ein Ziel hat und auch dafür schafft, nur Ziel formulieren und dann warten, dass das Mann vom Himmel oben runterkommt, das funktioniert. Also das heisst, man muss ein Ziel haben. Man muss ein Ziel definieren und die sollen auch ein bisschen ambitioniert sein. Jetzt kommen wir natürlich ein bisschen zu der ein bisschen Schweizer Mentalität. Oder? Wenn du da Ziel definierst, dann wirst du dich nachher, wenn du es nicht erreichst, oder? Dann rührt man das nachher an und sagt, ja, ich habe immer nur Goals, die Schnurre. Aber wenn du kein Ziel definierst, dann kannst du es auch nicht erreichen. Weil wenn du Ziel hast, dann schaffst du es auch entsprechend auf die Ziele. Also die Heirat war unter anderem wegen dem Karriereplan. Wer hat sich eigentlich in diesen 47 Jahren mehr verändert? Also ich würde sagen, wir sind immer gleich. Vom roten Faden. Parallel? Ja. Das ist eine gute Frage. Nein, das ist so. Also, das ist, glaube ich, noch wichtig. Ja. Oder? Darum sind wir wahrscheinlich schon 47 oder immer noch 47 Jahre lang zusammen. Die Menschen entwickeln sich ja, oder? Mhm. Und egal in welche Richtung, es sollte einigermaßen parallel sein. Ich glaube, das vermisst man nichts vom jungen Cillo? Überhaupt nicht, nein. Also ich war schneller früher am Fußballplatz. Ja, nein, aber du shootest immer noch fantastisch. Ja. Also ich muss sagen, also Fallrückzieher sind nur so drin, aber aber sonst ist es fantastisch. Aber gibt es noch Versuche wenigstens? Ja, es gibt Versuche, ja. Ich shoote einmal in der Woche. Immer am Montag? Am Montag oder am Dienstag gegen den Cheftrainer, gegen den Ludo. Der Ludo hat seine Mannschaft, ich habe meine Mannschaft. Und da, also das ist teilweise höchstes Niveau. Also wir haben da ein paar hundert Länderspiele auf dem Platz. Und da wird also, Leute kann nicht gut verlieren. Du auch nicht. Ja, aber ist das, nach so einem Spiel, wenn dann Cillo Canepa verloren hat? Dann ist es ganz schlimm. Aber wirklich? Nein, es ist ganz schlimm, auch beim Ludo. Also wenn einer von denen verliert, kannst du nachher, wenn wir Sportkommission haben, fast nicht mit ihnen reden. Sie sind so sauer. Ja, das ist 10 Minuten. Ja, das ist dann schon. Ja, aber es ist aber so. Am Anfang ist schon... Aber es geht ja um nichts. Ja, Ehre! Und das Nachtessen, wo man die ganze Mannschaft muss gegenseitig einladen muss. Ja. Auch ein bisschen um Geld. Am Schluss, ja. Ihr habt euch blutjung kennengelernt und etwa plus minus ein Jahr nach dem ersten Date geheiratet. Wer war eigentlich so stürmisch? Er. Wirklich? Ja. Der 19-Jährige, oder? Ja, er hat nicht Glück gelassen. Er hat, ist sogar auf Dornbirn gegangen, dort bin ich geboren, zum Geburtsurkunde holen. Also er. Döffli. Ja. Er hat alles Döffli gemacht. Ja. Ja. Auf Dornbirn? Also Götzis. Ja, aber Götzis. Ich bin in Dornbirn geboren, weil Götzis hat keinen Krankenhaus.
Und ist dann für den Angelo Canepa Liebe auf den ersten Blick gewesen, oder? Ja. Also, sie sind ja im gleichen Büro gewesen. Genau, so haben wir uns kennengelernt. Sie hat ein Praktikum gemacht in der Schweiz, hat eigentlich nachher nach Italien will, das nächste Praktikum machen. Und dort haben wir uns wirklich kennengelernt. Und das ist ja eine alte Geschichte. So unser erstes Rendezvous war im letzten Grundstadion. Ja. FC Zürich gegen Giasso. Wir haben sogar einmal verloren, oder? Es ist einfach... Aber die Frage, Liebe auf den ersten Blick? Sagen wir, zweiter Blick. Und da hat sich länger gedauert, oder? Ja. Weil Konstellation ist eben, damals hast du einfach nicht einen jüngeren Mann geheiratet, mhm. oder? Und meine Eltern sind auch nicht so happy gewesen. Und dann überlegt man sich schon, oder? Dass man sich sagt, ja, das ist jetzt Liebe, aber vielleicht in ein paar Jahren ist das nur. Aber ich konnte deine Mutter können überzeugen, oder? Sie hat eben gedacht, ja, aber wissen Sie, das geht doch nicht und so weiter. Sie sind 5 Jahre älter und so. Und dann gesagt, wissen Sie, Frau Meier, sie hat Meier geheißen, wissen Sie, heute ist nicht so großes Problem. Problem ist, wenn ich 95 bin und Sie 100, dann wird es schlimm. Oder? Das ist sicher so. Das hat sie aber nicht. Und trotzdem geheiratet und 47 Jahre geheiratet. Was ist denn das Geheimnis? Ist das, dass ihr beide so viel geschafft habt, dass ihr euch gar nicht so viel gesehen habt und nicht so viel auf den Weg gehen können? Das kann auch sein, weil netto sind wir vielleicht nicht 47 Jahre. Wir sind sehr getrennt gewesen, aber wir sind immer verbunden gewesen. Ja. Netto sind gleich relativ. Aber ich glaube, es ist einfach, wir haben, jeder von uns hat seine Karriere gehabt, sein Ding gehabt, und wir haben können sehr viel austauschen. Wir haben immer etwas zu erzählen gehabt, viel Kommunikation. Und obwohl man kein Handy damals gehabt hat und so weiter, man hat viel geredet und so ist das sehr schnell vorbei. Grosses Maß an Toleranz, vor allem von meiner Seite. Ist das so? Wieso braucht er... Nein, ich muss ehrlich sagen, Toleranz ist da. Unterstützung, oder? Ja. Weil er war keiner, wo mir der Erfolg neidig war. Mhm. Und das war ja damals schon so, dass eine Frau hätte eigentlich daheim sein soll. Und mein Mann hat mich abgeholt am Flugplatz die ganze Zeit. Oder? Das hast du gerne ausgelassen. Das hat mich gefreut, weil ich bin viel gereist. Also von dem her gesehen, ich hatte immer Unterstützung gehabt. Auch wenn ich um 12 Uhr nachts heimgekommen bin, hat er nicht aufs Essen gewartet. Gibt's? Am Anfang ein bisschen. Aber noch. Gibt's? Also, wer kocht für euch? Ja. Ja, also ich bin in der Küche und mache etwas. Also Biergeil, so Sachen kann ich sicher machen, einen Fisch und so. Aber ja, also, ich bin Küchenchef. Bin ich. Ja, aber also ihr essen meistens auswärts, oder? Nein, wir essen noch. Ja. Er ist der Küchenchef. Und das Fondue einmal pro Woche, gibt es das immer noch? Eigentlich schon, aber ich musste ein bisschen reduzieren. Oder? Jetzt ist es, würde ich sagen, zweimal pro Monat. Ah, doch. Aber alles und das ist auch ein bisschen erleiden, oder ist Fondue okay inzwischen? Fondue, also... Ich konnte nicht nur mitmachen können, nur mit Gemüse. Also ich habe das Brot weggelassen. Und jetzt aber tust du einmal im Monat. Ja, zweimal. Oder zweimal. Und ich könnte natürlich immer. Ja. Ich finde, Fondue ist fein. Was man sich nicht aussuchen kann, das ist Gesundheit. Und jetzt ist das Corona gekommen. Corona-Isolation. Wie war das? Also, wir können lesen, nichts gespürt von diesem Virus. Ja, wirklich. Also ich habe null, nada, nichts. Also ich habe mich top gesund gefühlt. Ich war wahrscheinlich auch top gesund. Die Isolation, klar, wir haben natürlich jetzt das Privileg, du bist in einem Haus, hast Garten und so weiter. Also von dort her ist das für mich jetzt nicht ein riesen Drama gewesen. Wir konnten Videokonferenzen machen. Hast du mal nicht jeden Tag umeinander anzecken müssen. Das war auch mal schön gewesen. Du hast Quarantäne gehabt, ein paar Tage weniger, oder? Ich durfte in den Garten. Du hast nicht in den Garten. Theoretisch habe ich nicht in den Garten. Ist es wirklich so gewesen? Hat er das so gelassen, locker? Ja. Also nicht genervt? Nein, ich muss sagen, wir haben es einfach auf uns genommen. Ja. Also, es hat ja sogar ein Missverständnis gegeben. Ich komme dann ein Telefon über da von der Behörde, wo es heisst, ja, am Samstagmorgen können Sie wieder raus, oder? Ich bin da schon eine Woche oder 10 Tage. Mhm. Und dann sage ich das unserem Mannschaftsrat. Ich sage, hey, du, am Morgen kann ich wieder raus, oder? Und dann sagt, hey, hallo. Und dann haben sie mit Kantonsärztin. Und dann hat sie gesagt, nein, du musst noch bis zum
Mittwoch. Also ich habe noch mal verlängert. Ich hätte dir nichts gesagt. Und wie ist jetzt das mit dieser Ansteckung gewesen? Es gibt ja Gerüchte, dass sie dem Bus, der Angelo Canepa, gar keine Maske hatte. Also das stimmt so sicher nicht. Dass man jetzt nicht beim Brötchen essen da auch noch die Dinge angehört, das ist sicher so. Abgesehen davon, ich bin vorderst vorne gekommen. Mhm. Ich habe keine Leute links und rechts. So waren ja auch die Leute aufgeteilt. Zwischendrin habe ich die Maske sicher mal abgezogen. Aber vor allem ist es auch wichtig, dass auch das Spiel und das Darf. Und wir haben wirklich das Schutzkonzept sehr ernst genommen. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es so oder so nicht. Oder wir wissen heute noch nicht, wie der Virus in die Mannschaft gekommen ist. Und der hat sich dann irgendwo verbreitet, wo weiss man auch nicht genau. Hat das ein bisschen genervt? Ja, also ich habe vor allem gewusst, das wird uns jetzt aus der Bahn werfen, weil die haben Quarantäne. Das heisst, sie dürfen nicht mal joggen gehen. Sie sind daheim. Quarantäne schon, aber nachher nicht mit der Isolation natürlich. Ja, eben. Und sie sind absolut bunt und es unterbricht eigentlich etwas. Und darum habe ich dann auch nachsichtig, haben wir ja auch reagiert, weil so etwas kannst du gerne nicht abschätzen, was das macht mit einer Mannschaft, oder? Also das haben wir dann auch gesehen, Ja. Auf dem Platz, ja. oder auch in den Resultaten. Und vor allem haben wir aber Corona auch in der Kasse gemerkt, logischerweise, mit diesen leeren Stadien. Jetzt geht die Meisterschaft im September wieder los, die neue. Wie genau, ist eigentlich noch unklar. Es gibt die Idee vom Fußballverband, mit halbvollen Stadien zu spielen, mit Abstand, Masken, nur Sitzplätze. Wäre das etwas, wo so etwas gangbar wäre? Also, es würde sicher mal helfen, oder? Wenn man sagt, 50% von der Stadionkapazität kann man reinlassen. Also bei uns am letzten Grund wären das netto vielleicht 8'000 Zuschauer. Ob dann so viel kommen, ist eine andere Frage. Aber 7'000, 8'000 Zuschauer, die haben, ist immer noch besser als nur 1'000 Zuschauer. Oder? Das ist das eine. Aber ich meine, das, was wir in den letzten 4-5 Monaten Einnahmen verpasst haben, das haben wir bis jetzt noch nicht können kompensieren. Oder? Und auch wenn wir nur die Hälfte vom Stadion können, füllen können. Wir haben immer noch ein riesiges Einnahmedefizit. Und nochmal, wenn das so weitergeht, dann wird der Schweizer Fußball das, muss es so herzeigen, nicht überleben. Darum ist es ja wichtig, dass die angekündigten Bundeskredite, die Darlehen, notabene, also nicht Subventionen wie für Kultur, genau, sondern Darlehen, die wir wieder zurückzahlen müssen, dass man da die Bedingungen muss anpassen muss, weil die Bedingungen, so wie sie jetzt definiert sind, können wir gar nicht erfüllen, die Liga kann es nicht erfüllen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt optimistisch, dass es da gewisse Anpassungen kann geben kann. Aber wir sind angewiesen, wenn die Darlehen nicht kommen, dann ist es sehr schwierig. Und wenn das Konzept nicht kommt, wäre es auch eine Möglichkeit, dass die Meisterschaft später startet oder gar nicht startet? Das glaube ich weniger. Also nein, das Konzept nur, muss da sein. Oder man ist ja eingebunden an einen internationalen Terminplan. Mhm. Es geht nach dem Europacup. Also es geht im September so oder so wieder los, egal ob mit praktisch leeren Stadien, halbvollen Stadien. Es sei denn, die Clubs haben noch die finanziellen Mittel. Weil das ist eben die andere Frage. Ja. Am Schluss ist das die grosse Frage. Du kannst ein schönes Auto, wenn du kein Benzin hast, dann steht es einfach still. Oder? Wie lange hat dann der FCZ noch den Schnuff? Ja. Und so wie weitergehen? Das ist, wir leben jetzt vom Hand ins Maus, September, Oktober, so in dieser Grössenordnung. Aber ich nehme an, es geht praktisch allen Clubs genau gleich. Oder? Also es ist, wir unterschätzen es einfach. Oder? Und ich hoffe einfach, dass jetzt die Politik da reagieren tut. Ich habe immer gesagt, ich mache das, solange ihr Spass habt, solange ihr Freude habt. Und im Moment macht es ja weder wirtschaftlich noch sportlich wirklich Freude. Ah, das würde ich jetzt nicht sagen. Wirtschaftlich stimmt, aber das ist bedingt, das haben alle. Und sportlich, das würde ich jetzt auch nicht sagen, weil jetzt, wenn Sie den letzten Match gesehen haben, die erste Halbzeit, da hast du wieder eine Leidenschaft gesehen. Du hast eine zweite Halbzeit gegeben. Du bist aber schlau. Nein, aber das hat mich wieder aufgestellt. Ich habe gedacht, sie kommen zurück, die Jungs, sie kommen zurück. Und das gibt wieder Hoffnung. Und dann weißt du, jetzt gibt es wieder eine neue Saison, es wird wieder neu angefangen und man kann wieder etwas machen. Ich lebe ein bisschen von der Hoffnung, aber es gibt auch andere Clubs, zum Beispiel der FC St. Gallen, wo
Zweiter geworden ist, um den Titel kämpfen. Das muss ja auch ein bisschen nerven, dass man sieht, andere können das, wo jetzt auch nicht ein Verein sind wie IB oder Basel mit sehr viel Geld dahinter. Nervt das auch ein bisschen? Oder kommt man da ein bisschen ins Grübeln und sagt, was haben wir falsch gemacht? Nein, es nervt uns überhaupt nicht. Es braucht halt auch ein bisschen Glück. St. Gallen hat jetzt eine gute Konzentration gehabt, dass sie drei oder andere junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs anziehen können. Aber vor allem natürlich Spieler aus dem Ausland können holen, die vielleicht noch nicht so Erfolg hatten. Und die sind jetzt in St. Gallen aufgeblüht. Oder? Also ich glaube, das ist eine Strategie in St. Gallen. Und sie haben einfach mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Tempo haben sie gespielt. Also von daher ist das ein guter Weg. Unser Weg ist, halt, ist ein bisschen anders. Oder? Wir wollen wirklich mit jungen Spielern vom FC Zürich, die wir hier ausbilden, tun, mit denen wollen wir den Weg gehen. Und ich habe es vorhin gesagt, es geht einfach nur um Details, die wir müssen korrigieren, die wir anpassen. Und dann sind wir eigentlich überzeugt davon, dass die Mannschaft und der Trainerstab und, dass wir das Potenzial haben, um wirklich wieder mal... Also ich möchte schon sagen, mich hat der St. Galler Fußball wie alle begeistert. Mhm. Es war herrlich gewesen. Ganz klar. Und der FCZ hat den St. Galler geschlagen. Das ja. darf man... Das darf ja, und das hätte ich damals... Sagen. Genau. Ja. Ich habe gehört, eine grosse Freude ist, dass die Heliane am Morgen gut gelaunt aufsteht. Wann hast du denn das? Also, der Zeit mir im Moment nichts. Ehrlich gesagt. Nein, also stimmt das gar nicht? Nein, ehrlich gesagt. Du bist eigentlich gut ja. aufgelegt. Eigentlich. Ja. Außer am Morgen. Nein, also echt. Das singe ich so ja. gerne. Nein, du bist kein Morgenmuffel. Nein, ich bin kein Morgenmuffel. Ja. Ich habe Ihnen mal gesagt, die schlimmste 90 Minuten in der Woche ist der Match. Oder? Weil da bist du so und dann eben verlierst vielleicht noch. Und dann sie schlafen geht noch, aber am Morgen das Verwachen, ja. das ist extrem ja. mühsam. Und da braucht es auch ein bisschen Zeit, bis das wieder ja. unten ist. Dann hat man eben jemanden, der... Ja, wobei nicht du bist. Also, wenn man verloren hat, bist du auch keine Hilfe. Also, ich habe zum Schluss noch einen Satz zum Fertigmachen. Der FCZ-Trainer in der nächsten Saison heisst... Ja, Leute, Mann, ja, gar keine Frage. Keine Diskussion, an dem wird nicht gerüttelt. Genau. Danke, sind ihr da gewesen, habt ihr euch Zeit genommen. Toi, toi, toi für den FCZ nächste Saison in dem ganzen Corona-Thema wirtschaftlich, aber auch sportlich. Die Meisterschaft macht so oder so immer spannend, wenn alles näher beieinander ist. Danke, habt ihr euch Zeit genommen und seid daheim. Sie können jetzt etwas gönnen. Jetzt beim Sommertag-Wettbewerb mitmachen. Als Hauptpreis verlost der Zürich der Jeep Renegade Night Eagle im Wert von 25'000 Franken. Von der Heusemann Automobil AG in Zürich Altstetten direkt an der Autobahn. Ihre neue Partner für Jeep in Zürich. Und zusätzlich verlosen wir tägliche Autowäschkarten im Wert von 500 Franken für die Autowäsch und Innenreinigung bei Auto- und Stützliwäsch. Für jedes Budget eine saubere Sache. 11-mal in und um Zürich. Und die Frage ist, wie lange sind denn Angelo und Heliane Canepa schon verheiratet? 1, 47 Jahre, 2, 37 Jahre. Rufen Sie auf 0901 590 900 oder schreiben Sie ein SMS mit dem Wort Tag und der Lösungszahl 1 oder 2 an die Nummer 9988. Sie können auch eine Postkarte mit der Lösung schicken an Tele Zürich, Sommertag, Postfach 8099 Zürich. So, und Ihnen die Heid, danke fürs Zuschauen und wünsche ganz einen schönen Abend. So, jetzt muss ich dann noch mal etwas sagen. Es war gut, es war lustig.